Hallo zusammen, mich hier ist wieder euer Tilan, schon wieder für euch hier in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir nur temporär erledigen können. Und zwar haben wir das Achievement einmal unter Weltereignisse, dann Liebe liegt in der Luft und hier haben wir das Achievement Experte für Liebessprache. Für dieses müssen wir Folgendes machen: Liefert alle der folgenden Geschenke an herzige Gäste beim Hotel an den Dampfteichen. Und das sind insgesamt 10 Geschenke, die wir ausliefern müssen. Und wie das Ganze funktioniert, will ich euch jetzt mal erklären. Als allererstes braucht ihr natürlich das Event Liebe liegt in der Luft. Das ist hier im Jahr 2024. Vom 5. bis einschließlich 19. Februar. Und da habt ihr jetzt ein paar Tage quasi Zeit, das zu erledigen. In diesem Jahr hat Blizzard das hier ein bisschen reworked, das Event. Heißt, wir haben jetzt hier vor SW als Allianzler einige so Buden, auch ein paar Quests, beziehungsweise auch ein paar World-Quests. Und bei den World-Quests wird es interessant. Die müsst ihr als allererstes freischalten. Ihr habt am Anfang 2 Quests, die ihr erledigen müsst. Die starten hier direkt am Anfang. Dauern doch ein paar Minuten, ist eine kleine Questreihe und wenn ihr die beiden erledigt habt, dann schaltet ihr 2 tägliche Quests pro Tag quasi frei. Diese täglichen Quests sind immer unterschiedliche und wir brauchen für das Achievement eine bestimmte tägliche Quest. Und zwar gibt die uns dieser Gnom hier und zwar Ausflug ins malerische Feralas schimpft sich das und das ist die richtige Quest, die ihr benötigt. Die können wir einmal annehmen. Und da muss ich gleich mal sagen, so wie es aktuell aussieht, müssen wir die auch mehrmals bekommen, also an verschiedenen Tagen, aber ich werde euch das gleich zeigen. Ihr müsst nämlich dann auf dieses Portal draufklicken, wo ich gerade drauf geklickt habe. Da kann man sich nämlich dann ein bisschen rumporten, ne? Also ich klicke jetzt nochmal drauf, da porten wir uns dann wieder zurück. Und wenn ihr die Quest angenommen habt, war jetzt vielleicht ein bisschen schnell, das Oberste, ne, ist halt für die Quest. Ne? Ihr könnt euch auch an die anderen Positionen porten, aber da müssen wir jetzt aktuell nicht hin. Also wir sind jetzt im Feralas und jetzt ist es so, dass wir einmal hier in der Mitte kommen Geschenke runter. Und wir haben 3 verschiedene Geschenke zur Auswahl. Wir haben ein Fass zur Auswahl, wir haben eine Waffe zur Auswahl und ein geheimnisvolles Geschenk. Dieses geheimnisvolle Geschenk, da ist immer unterschiedlicher Inhalt drin. Und anscheinend ist es so, dass das switcht, jedes Mal switcht, wenn eine neue von diesen World- oder Daily-Quests kommt. Bedeutet, ihr könnt leider das nicht an einem Tag hier fertig machen. Wir können von den insgesamt 10 Sachen, aber tatsächlich 8 jetzt am ersten Tag schon erledigen. Und ich würde sagen, da legen wir gleich mal los. Als allererstes können wir hier das Weinfass mitnehmen. Und das Weinfass müssen wir nämlich jetzt hier einmal zu der Dame bringen. Also wir haben hier verschiedene NPCs, ihr seht, die leuchten so ein bisschen. Und mit denen kann man interagieren und denen verschiedene Sachen bringen. Wir haben einmal die Möglichkeit, hier einen Dialog mit denen zu führen. Gehört dieser Wein euch? Das können wir fragen. Das geht nur, wenn wir den Wein dabei haben. Und vermisst ihr ein Geschenk? Ne? Und wenn wir danach fragen, was sie vermissen, dann erzählen sie uns, was sie haben wollen. Und die Tuse, ne, kann ich gleich mal vorweggreifen, die will einmal den Wein haben. Also quatschen wir sie an und tada, jetzt haben wir das erste weg, haben ihr den Wein gebracht. Der Typ daneben, dem können wir zum Beispiel auch anquatschen. Und der will Respekt haben. Dann können wir jetzt / verbeugen machen. Und wenn wir uns vor ihm verbeugen, dann findet er das ganz toll und wir haben quasi ihn respektiert und damit auch das zweite abgehakt. Dann können wir hier die nächste Geschichte nehmen. Also um diese Quest zu vervollständigen, müsst ihr nur 3 Sachen machen. Wir können die danach aber wieder abbrechen und neu holen. Ne? Ich habe jetzt das Schwert genommen, jetzt laufen wir hier hinter und da haben wir diesen Ork und den müssen wir für das Schwert anquatschen. Das Schwert hat auch noch eine zweite Möglichkeit. Ich glaube, das war er hier. Dem kann man das auch geben, aber jetzt machen wir erstmal hier den Ork. Also, da können wir auch wieder fragen, was er für ein Geschenk vermisst. Oder wir gehen gleich hin und geben ihm gleich das Schwert. Ne? Was ein bisschen tricky ist, er kämpft dann gegen einen. Und man muss quasi der sein, der diesen Kampf auslöst. Sonst zählt es nicht. Ja? Also ihr müsst halt der sein, der geklickt hat. So, dann habe ich das nächste. Herausforderungen haben wir jetzt auch. So, jetzt wären wir theoretisch fertig. Jetzt könnte man hier in der Mitte so eine extra Geschichte anklicken und es dann abgeben gehen. Das wollen wir aber nicht. Wir brechen jetzt nämlich die Quest ab, ne? Und nehmen die Quest erneut an. Es soll anscheinend auch funktionieren, wenn man das Ganze in einem Schlachtzug macht. Das ist wäre die zweite Alternative, ne? Also ihr könnt auch einfach in den Raid gehen und dementsprechend quasi das Ganze
dann absolvieren, während ihr im Raid sind, dann zählt es ja nicht für die Quest. Oder ihr geht halt zurück und macht es nochmal. Ich hatte das Problem, wenn ich es in einem Schlachtzug gemacht habe, dass die Sachen dann nicht nochmal gespawnt sind. Also deswegen macht es so tatsächlich mehr Sinn. Das Zurückgehen dauert auch nicht lang. So, jetzt gehen wir nochmal her, nehmen die Waffe wieder auf. Und ich meine, er war das hier, der auch die Waffe haben wollte. Also quatschen wir mal. Nee, ich glaube, das ist der falsche. Okay, irgendein anderer wollte auch noch das Schwert haben. Ah, halt, er war das, der das Schwert noch haben wollte. Genau, er kämpft auch gegen uns, wie ihr seht. Müssen wir jetzt bloß wieder kurz warten, bis das Ding fertig ist. Dann quatschen wir ihn an. Schauen wir mal, ob das mein Ding war, das ausgelöst hat. Ne, das Schwert liegt da irgendwie noch. Okay, ich hab's dezent verkackt. Okay, wir müssen es irgendwie nochmal anklicken. So, jetzt haben wir das Schwert dabei. Ich glaube, ich darf immer nicht in die Gestalt gehen als Druid. Das will das hier nicht so ganz. So, ich glaube, jetzt hat's funktioniert, oder? Ne, er rennt dem anderen hinterher. Ich hoffe, das geht. Ab und an rennen diese NPCs hier auch ein bisschen rum, ne? Also das hatte ich auch schon. Es kann sein, dass die dann nicht immer an dem ganz gleichen Spot stehen. Genau, jetzt haben wir hier Neuheit auch. So, jetzt gucken wir mal. Dann können wir hier geheimnisvolles Geschenk einmal noch aufklauben. Und jetzt bin ich am Überlegen. Ich glaube, versiegelter Brief war bei dem Elfen hier. Bleibt wachsam. Ein Brief für mich, genau. Schauen wir mal, was wir hier kriegen. Wie gesagt, dieses Geschenk hier, das Geheimnisvolle, da sind immer andere Sachen drin. So wie ich das verstanden habe, kann da auch ein Item drin sein für diese Taurendame hier. Oder für ihn hier, ne, den ich mit dem Walk verwechselt habe. Ne? Also ich mag die mal. Hier X und Blau, das sind tatsächlich die beiden, bei denen es sein kann, dass es nicht funktioniert. Okay. Gut, dann schauen wir mal weiter. Also, was haben wir noch? Wir haben hier noch so einen Hund, den können wir jetzt mal anklicken. Dann läuft er nämlich mit uns mit. Und den will der Zwerg hier haben. Hat den Hintergrund, wir können uns das auch jetzt mal angucken, vermisst ihr ein Geschenk. Und dann erzählt er uns, dass er seinen Hund hier vermisst und dass er den suchen will. Aber erst isst er seinen Burger noch auf. Ja, schon ein bisschen fauler Typ. Und dem können wir quasi den Welpen geben. Dann haben wir hier Kameradschaft quasi auch weg. Dann steht hier hinten ein Untoter. Und der beschwert sich, dass keiner mit ihm physischen Kontakt haben will, weil sich alle vor Untoten ekeln. Und den müssen wir halt dann umarmen. Und wenn wir ihn umarmen, dann geben wir ihm quasi Trost. So, dann brauchen wir jetzt noch, muss ich mal gucken, welchen wir jetzt noch übersehen haben. Ah ja, wir haben hier hinten, glaube ich, noch jemanden. Und zwar sie hier. Ah, ich glaube, ich muss... Ah, ne, ich bin ja schon wieder fertig. Ja, okay, deswegen funktioniert das jetzt nicht. Na, dann brechen wir die Quest nochmal ab und gehen nochmal zurück. Nochmal zurück. Und nehmen die Quest nochmal neu ein. An hier, wo haben wir sie? Da ist er. Braucht immer ein bisschen zum Spawnen. Ja. Ich habe es auch mal versucht, die Quest quasi abzubrechen und mit einem anderen Char zum Teilen, dass ich nicht immer beim Portal hin und her muss, aber das klappt dann irgendwie auch nicht mit den Geschenken. Okay, jetzt schauen wir mal. Wir haben hier hinten quasi jetzt noch eine, und zwar diese... Achso, ich muss erstmal wieder das Ding anklicken, dass das hier funktioniert. Also, wir klicken das einmal an. Den Brief nochmal. Und jetzt müssen wir einmal mit ihr quatschen. Und zwar, den Brief braucht sie nicht, ne? Aber ich spreche gerne mit euch. Den Dialog brauche ich Aufmerksamkeit. Und da müssen wir jetzt uns einmal ein bisschen ihr Geplapper anhören. Da kriegen wir nämlich dann Aufmerksamkeit als nächstes. Das zieht sich dann immer ein bisschen. Muss ich mal noch gucken, welche jetzt das letzte war. Einen habe ich noch vergessen. Ich habe das mit einem Twink schon mal gemacht. Ah, ich glaube, der Blutelf hat irgendwie nicht gezählt, ne? Das mit den Preisen, das hat irgendwie nicht funktioniert. Ah, seht ihr. Also Aufmerksamkeit haben wir jetzt auch durch. Jetzt muss ich das nochmal gucken. Also das Geschenk habe ich ja gelootet.
meine, der hat nicht funktioniert. Probieren wir das mal nochmal. Manchmal buggen sie auch, da muss man auch reloggen. Liegt auch vielleicht ein bisschen daran, wenn hier sehr viele Leute sind, dann funktioniert es nicht ganz. Kann ich euch nochmal zeigen, was wir jetzt haben. Ah ja, seht ihr, jetzt hat Preisen auch funktioniert. Gut, was uns jetzt noch fehlt, ist einmal Schönheit und Stil. Und so wie das aussieht, ist Schönheit bei ihm hier, ne? Also wo ich jetzt X gemarkt habe, da muss man auch das mysteriöse Geschenk nehmen, aber halt an einem anderen Tag, weil da sind dann andere Sachen drin. Dann muss man ihm das geben. Und wiederum an einem anderen Tag, wenn man das mysteriöse Geschenk aufmacht, Schönheit, muss man quasi der Tauren Dame geben. Und dann müsste das fertig sein. Heißt, ihr braucht Minimum 3-mal diese World Quest, um das Ganze fertig zu machen. Genau. Ich mache das Video jetzt schon, weil wenn 3-mal die World Quest war, kann es sein, und ich dann das Video mache, dass es für euch nicht mehr langt und ihr es quasi nicht mehr in dem Event quasi nachspielen könnt. Genau. Das war es soweit, was ich euch zeigen wollte. Und ja, sobald ihr quasi 3-mal unterschiedliches mysteriöses Geschenk hattet, könnt ihr dementsprechend das Achievement fertig machen und dann sollte da eigentlich sonst nichts im Wege stehen. Ich werde nochmal dann einen Kommentar unten drunter schreiben, unter das Video, wann dann dementsprechend die World Quest nochmal ist, beziehungsweise was ich drin hatte, dass ihr so ein bisschen up-to-date bleibt. Aber sonst gibt es nichts weiteres zu sagen. Falls ihr vorher schon was noch gefunden habt, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao.